Jetzt im Interview mit dem Magazin Next in der Lanxess Arena, Wolf Stahlhofen. Ich grüße Sie. Schönen Abend. Geboren 1968, lange musikalische Karriere. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Sagen Sie erstmal zunächst was über Ihre Stiftung. Ja, ich habe die Stiftung Water is Right. Die setzt sich ein für das Menschenrecht Wasser, für die gerechte Verteilung von Wasser. Und wir machen Wasserprojekte auf der ganzen Welt, also hauptsächlich in Afrika und Asien. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute so eng mit Rainer Meutsch und Fly and Help zusammen bin. Wir tun sehr oft in Schulen Wasserkioske installieren und bilden Wassertechniker aus. Ja, also haben auch das, so Bildung ist ein großes Thema für uns. Ja, wie viel haben Sie denn bis jetzt schon erreichen können? Was sind Zahlen, die Sie? Also wir haben in den letzten 10 Jahren für ungefähr 5 Millionen Menschen Trinkwasserprojekte machen dürfen, die, ich glaube, den 10. Teil, das heißt, wenn ich 10 Konzerte spiele, kann ich ein Konzert für was Sinnvolles machen und laden mittlerweile ganz viele Leute, Institutionen, Hotels und so weiter ein, diesen Weg mitzugehen. Ja, also wenn wir zum Beispiel Wasser in Hotels verkaufen, 1 Liter Wasser, der dort verkauft wird, muss 10 Liter da sein, wo kein Wasser ist. So, und da... aus Water is Right ist ein Wir geworden, ja, und das wird immer schöner, und ich glaube ganz fest dran, wenn ich 5 Millionen Menschen ein Trinkwasserprojekt machen kann mit einem kleinen Team, dann können wir in einem Wir in den nächsten 10 Jahren für 100 Millionen Menschen Trinkwasserprojekte machen. Also man müsste blind sein, wenn man Ihnen die Begeisterung nicht anmerken würde. Sie sind da schon stolz auf Ihr Projekt. Nein, ich bin sehr, sehr froh, und ich bin total demütig und wirklich sehr, sehr froh, so ein wunderbares Team zu haben. Ja. In diesen Weg mitgehen. Wir haben angefangen vor 10 Jahren, waren Lernende, und der Stein hat sich weitergedreht und so langsam. Wir sind jetzt gerade, morgen ist Tourabschluss bei Udo Lindenberg, wir haben eine Wasserbar bei Udo Lindenberg auf Tournee dabei, das finanziert Wasserprojekte. Wir sind gerade mit Seed unterwegs, wir sind, also nimmt gute Form an. Was ist der Vorteil, wenn man mal Crewboss war oder Roadie? Ist das ein großer Vorteil, dass man das Geschäft auch mal von hinten kennenlernt vorher? Man nimmt es entspannter und man merkt irgendwie, wie viel Arbeit nötig ist, dass ich überhaupt da vorne stehen darf und singen darf. Also ich weiß, dass da Jungs morgens um 6 Uhr den Truck aufsperren und Kisten reinrollen, dass da Leute da sind, die Catering machen, dass Securities da sind. Und ich glaube, das hilft einem, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, sondern wirklich so gemeinsam an dem Ding zu arbeiten. Was sind so die schönsten Erinnerungen? Sie haben so unglaublich viele Dinge gemacht. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, woran Sie besonders gern zurückdenken? Ich habe gerade meinen Bandkollegen erzählt, dass ich vor 10 Jahren mit Maffei, Sissi Perlinger und Heinz Hönig saß. Ich hatte ein Vogelhäuschen auf dem Kopf und 2 Federn im Hintern und war der Kuckuck. Ja. Und wir saßen da und haben gewartet, dass die 2. Show anfängt, und haben ein bisschen Musik zusammen gemacht. Es gibt so viele schöne Momente, die kann man nicht auf einen unterbrechen. Ne? Aber bei Tabaluga, das waren über 100 Vorstellungen, oder? 150 knapp, ja. Gerne, tolle Zeit. Ja. Söhne Mannheims, wie war das? Was waren die Highlights für Sie? Ich bin natürlich mit Herz und Seele Söhne Mannheims, auch wenn ich jetzt momentan nicht dabei bin. Also mal gucken, vielleicht beim 30. Jubiläum wieder oder sowas. Das Schöne ist, wir haben angefangen, ohne drüber nachzudenken. Wir haben den Moment gelebt, hatten keinen Plan, sind losgelaufen und es ist was draus entstanden. Es hat eine Musikbewegung ausgelöst. Auf einmal gab es viele große Bands, die vorher keine Chance hatten. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig war, dass ich vorher einfach als Roadie und Tourmanager gearbeitet habe. Da konnte ich diesen ganzen Hype, der damals geschaffen hat, irgendwie viel entspannter wahrnehmen. Und finde es einfach wunderschön, mit den Leuten Musik machen zu dürfen. Und freue mich für jeden, der kommt und aufs Konzert geht. Heute auf der Bühne fand ich faszinierend, dass Sie sich auch trauen, in diesem kleinen Format auf die Bühne zu gehen. Nur Gitarre, Gesang, das macht ja heute nun bei weitem nicht mehr jeder. Das braucht Mut. Den haben Sie offensichtlich und Sie haben die Stimme dafür. Danke. Na, es ist irgendwie, erstens ist es natürlich heute, heute einen Musiker zu bekommen für den heutigen Tag, ist so unfassbar schwierig, weil gerade jeder, der ein Instrument halten kann, einen Gig hat, weil wir natürlich 2 Jahre im Berufsverbot waren und deswegen sind natürlich alle ausgehungert. Ich bin froh, die 3 Leute dabei gehabt zu haben, die sich mit mir dahinstellen. Aber nochmal, es ging gar nicht um den Gig. Mir geht es wirklich heute um Fly and Help, und ich freue mich da, einen kleinen Beitrag teilen zu dürfen und verbeuge mich halt wirklich auch vor der Arbeit, die die Jungs und die Mädels dort machen. Menschen, die die Welt verändern. Nur so geht's.
Was wünschen Sie sich für Ihre professionelle Zukunft? Ach, ich mache Musik nur noch aus gutem Grund. Ja. Das heißt, ich glaube wirklich an den 10. Teil. Das heißt, wenn ich irgendwo spiele, will ich einen Teil davon immer in Projekte umwandeln. Ich glaube an Lifestyle with a Cause. Ich glaube an Music with a Cause, an alles with a Cause. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich habe eine Sache festgestellt, dass die Welt eigentlich viel, viel schöner ist, als wir sie uns jetzt gerade denken. Man muss vielleicht einen Sender anders einstellen. Aber es passiert so viel Schönes. Rainer kann da stundenlang darüber erzählen. Ich glaube, man darf nicht vergessen, in den letzten 40 Jahren sind gerade 200 Millionen Menschen in Afrika in den Mittelstand aufgestiegen. In Asien 200 Millionen Menschen in den Mittelstand aufgestiegen. Es passiert sehr viel Schönes auf der Welt. Wir müssen uns nur darauf konzentrieren. Dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft und für diese Projekte eine glückliche Hand. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.